Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich am Bahnhof Ternitz, von wo aus heute mein Trainingslauf nach Perbach-Reichenau startet. Das wird ein Lauf mit 60 Kilometern und 3200 Höhenmeter. Die Route in etwa, für mich geht es jetzt mal rauf auf die Flatzerwand, rüber nach Grünbach am Schneeberg, von dort dann weiter zum Ölerhaus, runter nach Buchberg am Schneeberg und über die Haltestelle Baumgartner. Ich hoffe, jetzt habe ich es mal richtig gemerkt. Geht es dann noch über die Knobel eben runter nach Perbach-Reichenau. Ich werde auch in dem Video gar nicht allzu viel reden. Es geht ja ums Laufen in erster Linie. Ich zeige euch die Gegend und wünsche euch viel Spaß damit. So, ja, das ist was anderes wie bei mir im Wienerwald. Das erste Gipfelkreuz der Gösing mit 898 Meter Seehöhe ist erreicht. Ich bin ungefähr 5 Kilometer und 500 Höhenmeter unterwegs. Und es ist, was es ist. Anstrengend jetzt schon, aber gut, irgendwie müssen die 3200 Höhenmeter ja auch zusammenkommen. Aber es ist wunderschön und es ist, wie man vielleicht schon ein paar Mal gesehen hat, technisch. Also das wäre zwar bergauf laufbar, aber ich muss da manchmal gehen, weil es einfach so ist, wie es ist. Jetzt geht es einmal runter. Gott sei Dank gibt es immer wieder Forststraßen zwischendurch, auf denen ich dann auch wieder normales Tempo laufen kann. Noch dazu, wo es jetzt wieder bergab geht. So, trotz vorgefertigter Strecke, die ich wie immer von der Uhr ablese, verlaufe ich mich jetzt schon zum 12. Mal heute. Und das hier wäre der Willi-Gottwald-Steg runter nach Ternitz. Irgendwo muss ich runter nach Ternitz, aber scheinbar nicht da. Nachdem ich jetzt in alle Richtungen einmal falsch verlaufen habe, ist es auch schon wurscht. Also jetzt wissen wir, das ist das Neunkirchner Naturfreundehaus. Und diesen Ausblick gönne ich mir jetzt trotzdem. So, ich glaube, vier Möglichkeiten hat es gegeben. Die vierte Möglichkeit war es. Jetzt bin ich am richtigen Weg. Da geht es jetzt runter Richtung Flatzerlochsteig. Da ist halt mit Laufen nichts mehr. Als ich die Tour geplant habe, war schon der Plan Höhenmeter machen, aber das heute ist zwar wirklich witzig, aber ihr seht eh, in welchem Tempo ich da unterwegs bin. Und naja, so komme ich natürlich nicht weiter. Man sieht sie auf der Kamera nie, aber das war jetzt ein lustiger Abstieg. So. Und wenn man mit dreht, schaut das Ganze so aus. Gut. Aber ich bin guter Dinge, dass das heute irgendwann noch besser wird. Schöne Grüße an Thomas P. Vielleicht war er da schon mal klettern. Gut, es ist schon mal da ja fast ein Downhill zum Runterlauf. Aber hübsch ist es ja trotzdem. Und Kamera aus. Auch wenn ich gesagt habe, heute geht es in erster Linie eigentlich ums Laufen. Aber schaut euch das an. Es ist ja wirklich, das ist wirklich hübsch da. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch toll für Wanderung geeignet. Und da geht es jetzt runter. Ich komme auch nicht vom Fleck, aber das und so weiter und so fort. Und dann noch Eisentreppen war heute in meinem Laufplan nicht vorgesehen. Jetzt geht es wieder normal weiter. Jetzt geht es noch einmal rauf auf die Flatzerwand. Und dann, glaube ich, hören zumindest diese Kletterpassagen auf. Ich komme jetzt von da unten
Es kam ja, wie es kommen musste. Jetzt haben wir die beiden Herren da hinten darauf hingewiesen, Forstarbeiten, und dass ich da eigentlich jetzt nicht richtig bin, was ich jetzt aber auch nicht ganz glaube, weil ich nämlich jetzt endlich am Track wäre. Gut, jetzt muss ich mal da irgendwie einen Plan B suchen. Ja, das ist heute recht abenteuerlich. Ich bin gespannt, wie viele Kilometer und wie wir denn das im Endeffekt heute noch werden. Ich bin wieder am richtigen Weg und ich glaube jetzt auch zu wissen, was der Fehler beim Abbiegen vorher war. Weil da waren auch wieder so was wie sternförmig 3-4 Wege quasi in dieselbe Richtung. Aber ist auch egal, weil ich habe jetzt ohnehin schon durch das dauernde Verlaufen 2 Kilometer mehr am Tacho, als was ich eigentlich haben wollte. So gesehen war diese mehr oder weniger Abkürzung jetzt auch kein Problem. Und jetzt geht es einmal schön auf der Forststraße entlang. Ein Blick auf den Schneeberg. Irgendwo da geht es für mich heute dann auch noch rauf. Allerdings nicht ganz rauf, sondern nur bis Baumgarten. Ein Tipp am Rande für alle Wanders, Läufer und sonstigen Leute. Da, wie ihr sehen könnt, ist ein Brunnen, da gibt es frisches Wasser und da vorne ist es klein, da muss ich jetzt rauf. Jetzt beginnt die eigentliche Steigerung, und zwar rauf zur Scheim. Warum ich eigentlich immer klein sage, weiß nicht, wo er dort oben steht, klein drunter, also wahrscheinlich ist das ganze Gebiet die gehen, und für mich geht es jetzt rauf aufs Rastkreuz über den Bergmannsteig. Die Geländehütte ist erreicht, und wenn ich da mit der Kamera rüber drehe, ich gehe jetzt nicht nur vor an die Kante, haben wir da einen wunderschönen, traumhaften Ausblick hinunter, und ich komme irgendwo von da hinten, hinter dem Berg, glaube ich, ist der Netz. Den Ausblick, da gönnen wir uns jetzt noch, jetzt in voller Pracht. Der Schneeberg, es sind noch 28 Kilometer bis Bayerbach, beziehungsweise nachdem ich ja schon mehr gelaufen bin aufgrund der Verläufnisse, heißt es so, also wurscht, werden wir zumindest dann 2 Kilometer in Bayerbach sparen, also sind es noch 26, irgendwas. Anyway, das Wasser geht mir aus. Es ist jetzt weniger prickelnd, aber okay. Ich hoffe, ich komme halt mit dem bisschen, was ich habe, noch bis zum Oderschutzhaus. Dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. So, endlich das Oderschutzhaus erreicht. Und jetzt geht es runter nach Buchberg. Ein Trinkbrunnen ist in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof. Der Bahnhof ist da links drüben. Und genau hinter mir befindet sich der Supermarkt. Da geht es noch rein. Und dann geht es weiter, noch einmal 1000 Höhenmeter rauf, aber es sind nur mehr unter 20 Kilometer. Mittlerweile befinde ich mich am Weg parallel zur Schneebergbahn, rauf zur Haltestelle Baumgarten. Und das, was man dahinter hier hört, ist ein Zug der Schneebergbahn. Vor uns die Haltestelle. Die gleichnamige Hengsthütte. 4,5 Kilometer vom Start weg. Also sollten es jetzt noch ca. 2,5 bis Baumgarten sein. Die Station Baumgartner ist endlich erreicht. Und jetzt sind es noch ungefähr 10 Kilometer. Für mich heißt es quasi Abschied nehmen von der Zahnradbahntrasse. Für mich geht es jetzt Richtung Knofel-Ebenhaus. Mir steht mein letzter Anstieg bevor, und zwar geht es für mich jetzt da Naturfreundehaus Knofel-Eben über Grumbachstein. Man könnte das nämlich auch hier gehen, über den Wassersteig. Ich habe das mit Schrenzi mal gemacht, das war schon eine Zeit lang her. Da sind wir gegangen von Buchberg am Schneeberg rauf aufs Dammberghaus, allerdings über Losenstein. Haben dort übernachtet und am nächsten Tag sind wir dann runtergegangen, auch nach Bayerbach-Reichenau, eben über den Wassersteig. Wer das sehen möchte, ich kann das natürlich gerne verlinken. Das letzte Gipfelkreuz für heute und wahnsinnig toller Ausblick, das muss man schon sagen, rüber am Schneeberg. Und für mich geht es jetzt irgendwo da runter, irgendwo da hinten ist Bayerbach, sind jetzt auf jeden Fall nochmal 1000 Höhenmeter bergab.
So viel übrigens zum Thema Laufen. Der Bahnhof von Bayerbach-Reichenau ist erreicht. 64 Kilometer und 3400 Meter waren das heute. Das war mehr als geplant, aber ist okay, ich nehme das Trainingseffekt mit. Ich muss allerdings auch fairerweise sagen, das war heute mehr Wandern als wie Laufen. Also ich habe mir da wirklich schwer getan. Bei den meisten Passagen muss man eigentlich sagen. Aber es ist sicher, wie gesagt, ein guter Trainingseffekt für den Mozart 100, der, wage ich jetzt zu behaupten, technisch fast ein bisschen einfacher ist, als das, was ich da heute erlebt habe. Aber egal, cool war es trotzdem. Wer das Video bisher gesehen hat, schreibt Hashtag Bergsteigen in die Kommentare. Ich sage vielen Dank fürs Schauen vom Video, Baba und bis zum nächsten Mal.